Damit begrüße ich euch ganz herzlich hier wieder zurück zu Super Mario Maker 2 One Level per Day. Die Aufnahme ist erfolgt, leider fehlt die Synchronisation. Fällt mir jetzt nach 2 Folgen auf. Ich hatte die unterschiedlich aufgenommen. Bowser's Horror Castle 4 von Dilly. Have fun. 3,44% Abschlussrate, einer von 29 hat es geschafft, das war nämlich ich, also einer von 5 insgesamt und ein Herz hat es bekommen, weil es mir wirklich gefallen hat und schnell durch. Oh Mann, Leute, das ist mir so peinlich. Ach Mann, so ein Schmutz. Also. Kann ich aber auch gleich mal ins Detail gehen. Wenn man hier lang geht, hat man einen kleinen Vorteil. Welchen? Seht ihr gleich. Denn diese Sache, die ihr hier bekommt, die bekommt ihr nämlich nirgendwo anders. Und das ist, beziehungsweise ihr bekommt sie später schon, aber das ist der Bumerang. Und der wird euch sau viel helfen. Hier weiß ich noch nicht, wie ich das immer mache. Hier sterbe ich manchmal. Aber so, hier gebe ich euch den Tipp, geht unten lang. Weil wenn ihr oben lang geht, da sterbt ihr. Alter, wenn ich springe, heißt es nicht, dass du springen musst, ne? Alter Kamek, du kleine Ratte. So, dann geht's hier hoch. Hier muss man leider Schaden nehmen, bewusst. Aufgezwungenen Schaden. Forced Damage. Und dann haben wir hier einen kleinen Pam-Pam-Fight und ich sag euch eins. Mrs. Puff nervt. Bleib weg. Oh, komm. Wow, das war knapp. Hier gibt es einen Schlüssel für eine Tür. Jetzt dann gleich kommt eine kleine Info am Rande. Ihr kommt hier raus durch eine Bonusrunde, wo ihr dann halt hier unter mir lang könnt. Könnt ihr gleich sehen. Da ist ein blauer Snake Block. Hier drin ist ein Leben. Und hier ist das Warten in dem Augenblick unnötig. Also hier muss ich sagen, das Warten hätte jetzt nicht wirklich viel mehr gebracht, als es hier den Anschein hat. Hier kommt leider nur ein Pilz raus. Diese Stelle ist auch ein bisschen, ich sag jetzt mal, komisch, nervig, wie auch immer. Aber damit habt ihr wirklich den, ich sag jetzt mal, schwersten Part geschafft. Ah, da geht's weit runter, verdammt, nein! Und das kurz vor dem nächsten Checkpoint. Uah. Man könnte den Checkpoint auch früher positionieren, ja. Aber gut, er hat es halt jeweils mal vor einem Bosskampf getan. Das heißt, ihr wisst jetzt schon, es kommt noch ein zweiter Bosskampf. Ja, man glaubt es kaum. Ich hasse diesen Fisch. Warum sterbe ich, wenn sie verschwindet? WTF. Ich hasse diesen Fisch. Okay, da würde ich jetzt noch sagen, gut, da stand ich ein bisschen ungünstig, ein paar Millimeter, ja, aber das eben gerade mit Pam-Pam, das war ja wohl unnötig hochziehen.
Bleib mir fern. Er hat einfach die Skills. Er hat einfach die Skills. Müssen wir uns nicht weiter darüber unterhalten. Ich weiß halt genau, wie sie hüpfen muss, wenn man sie mich erwischen kann. Dann holen wir uns nochmal den Peace Pitch. So. Wie gesagt, hier ist Warten. Das macht für mich keinen Sinn. Also selbst wenn ich jetzt damit... Ich kann mir damit gar keinen Bonus erarbeiten. Nee, geht nicht. Damit würde ich mich sogar blockieren, rein theoretisch. Mehr, du blöder Hammer, Bruder. So. Gimme, gimme, gimme. Und jetzt kommt der Checkpoint. Der Bosskampf ist wirklich gut gestaltet, muss ich sagen. Wow. Danke, Bowser. Ihr könnt auch nach unten gehen und könnt da entsprechend hier vielleicht springen und versuchen, den Powerblock zu erwischen. Ich finde diese Variante hier eigentlich ganz angenehm. Ach komm. Oh. Durch irgendwas wurde jetzt getroffen. Finde ich natürlich umso besser. So, und dann sind wir am Ziel. Wie gesagt, also ich habe gesagt, die P-Switch-Sache war ein bisschen ungünstig. Der Rest war eigentlich soweit in Ordnung. Bisschen übertrieben von der Schwierigkeit her, aber es geht, ne? Und ja, habe ich sogar noch einen Rekord aufgestellt. Freut mich. Wenn es euch gefallen hat, lasst doch gerne einen Daumen nach oben da. Und ich sage danke, bis zum nächsten Mal. Und ich bin euer Tru. Haut rein. Tschö, tschö.